The Flash gehört zu den beliebtesten und kompliziertesten DC-Charakteren und wird immer wieder als Instrument benutzt, um die Kontinuität innerhalb des DC-Universums zu verändern. Ich bin Nerdkuba und begleitet mich doch auf meiner Reise durch die Zeit mit The Flash. Das DC-Universum, DC-Multiversum ist riesig und mit den Jahren wurden auch sehr viele alternative Versionen unserer Helden und Schurken durch sehr kreative Köpfe erschaffen. Einige alternative Versionen aus der Flash-Family werdet ihr in diesem Video kennenlernen. Den Start macht Bizarro Flash. Als Bizarro von der Strahlung einer blauen Sonne durchdrungen wurde, entwickelte er die Fähigkeit, sich selbst zu replizieren und andere Bizarro-Lebensformen zu erschaffen, die auf Ähnlichkeiten mit Menschen von der Erde basieren. Eines der vielen Duplikate, die er erstellte, war eine Bizarro-Version des Flash. Statt mit Supergeschwindigkeit zu laufen, läuft er im Schneckentempo, auf jeden Fall eine der witzigsten Flash-Versionen. Danica Williams oder auch Flash Beyond von Erde 12. Danica arbeitet im Flash Museum und besitzt außerdem eine Verbindung zur Speedforce. Diese Verbindung ermöglicht es ihr, mit früheren Flitzern wie Jay Garrick, Wally West und Bart Allen zu kommunizieren. Danica ist ein starker Speedstar. Sie konnte bereits beweisen, dass sie mit ihren eigenen Kräften Dimensionen durchqueren kann und für Zeitreisen keine kosmische Tretmühle braucht. Sie ist ein Mitglied der JLB, der Justice League Beyond, und somit kämpft sie an der Seite von Terry McGinnis, aka Batman Beyond. Kennt ihr eigentlich Harold Christos, aka Captain Speed? Er war die Antwort auf Marvels Quicksilver, beziehungsweise hat Marvel sich die Rechte für Quicksilver gesichert. Falls ihr mal ein Max Mercury Video gesehen habt, wisst ihr sicherlich, dass Max Mercury erster Superheldenname nämlich Quicksilver war. Marvel reagierte auf DC und DC reagierte auf Marvel und es entstand Captain Speed vom Planet Angor. Johnny Thunder ist nicht nur der Flash von Erde 18, er ist gleichzeitig auch ein genialer Scharfschütze im Western-Outfit. Formel One, der Flash von Erde 34 und ein Mitglied der sogenannten Lichtbrigade. Stellt euch einmal vor, Stan Lee hätte das DC-Universum erschaffen. Das Resultat bei The Flash war die leidenschaftliche Comicleserin und College-Studentin Mary Maxwell. Jedoch besitzt sie keine Verbindung zur Speedforce. Sie erlangt ihre Kräfte versehentlich durch eine Spritze der sogenannten Hummingbird-DNA. Schließlich entwarf sie sich ihr eigenes Kostüm, um Erde 6 vor sämtlichen Verbrechen zu beschützen. Der ein oder andere wird sicherlich mal Captain Carrot von Erde 26 gesehen haben. Seine Zoo-Crew hat natürlich auch einen Speedster, eine alternative Version von The Flash, nämlich Fastbag. Optisch sieht er aus wie eine Schildkröte, eine ziemlich schnelle Schildkröte. Blitzen von Erde 10. Allerdings ist sie kein Speedstar der friedlichen Sorte. Erde 10 ist eine Welt, in der die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben. New Reichsman, die übermenschlichen Champions von Germanica. Ein Speedstar des Meeres, der Flash von Erde 32, Aquaflash. Eine Verschmelzung von Aquaman und The Flash. Naja, auf jeden Fall eine sehr coole Idee. Accelerator von Erde 39, übersetzt würde es heißen der Beschleuniger, eine sehr technologisch versierte Welt. Er ist ein Mitglied der Agents of Wonder. Diese Gruppe basiert auf der Gruppe Thunder Agents, die vor allem in den 60ern bekannt waren. The Accelerated Man von Erde 19. Im Grunde eine Steampunk-Welt unseres viktorianischen Zeitalters. Durch einen Unfall mit Elektrizität erlangte auch er die Kraft der Supergeschwindigkeit, allerdings entdeckte er sie Jahre später nach seinem Unfall. Cella Allen, sie stammt aus der Familie Allen, allerdings aus dem 23. Jahrhundert, und Mark Waid hat an der Stelle einen richtig genialen Charakter erschaffen. Die ist nicht nur vom Design her mega nice, sie ist außerdem die lebende Verkörperung der Speedforce. Deshalb verstehe ich nicht ganz, wieso man diesen Charakter nicht auch in die Gegenwart irgendwie reinholt. Ähnliches passierte leider auch Jace Allen, der nur wenige Auftritte hatte. Er stammt ebenfalls aus der Zukunft und ist bekannt für seine Feindschaft mit Cobalt Blue. Cobalt Blue war der ältere Zwillingsbruder von Barry Allen, der bei der Geburt gestohlen wurde und von den Fawns aufgezogen wurde. Optisch mit seinen Fahrradhelmen auf dem Kopf ist Jace Allen jetzt vielleicht nicht der Beste. Unterstützung gegen Cobalt Blue bekam er auch von Fandor Allen, der trotz seines Gewichtes sehr schnell unterwegs ist. Er wuchs auf dem Planeten Jupiter auf und dort wiegt man das 2,5-fache im Gegensatz zur Erde. Jess Chambers, besser bekannt als Kid Quick, ist ein Mitglied der Teen Justice von Erde 11 und benutzt wie ihre Tante die Formel der Supergeschwindigkeit. Ihre Tante ist Jessie Quick von Erde 11 und Mitglied der Justice Guild. Sieht optisch ähnlich wie Lady Flash aus.
In Future State wurde die Titans Academy released und ein Mitglied von ihr ist Alinta, auch Bolt genannt. Während ihrer Kindheit hatte Alinta ein zerrissenes Stück Papier, auf dem eine Formel geschrieben war, die es ihr ermöglichte, Energie aus der Speedforce zu ziehen. Ihre Eltern nutzten Alintas neue Kräfte ziemlich unehrenhaft, bis sie schließlich ihre Beine als Teil einer Schuld verlor. Amanda Waller rettete sie, gab ihr Beinprothesen, aber mit der Bedingung, dass sie jetzt Waller gehörte. Mercury Flash von Erde 44 wurde von Doc Tornado als Mitglied seiner Metal League entwickelt und verwendete eine auf Quecksilber basierende Physiologie, die die Speedforce kanalisiert. Erde 35, was auch als Pseudoversum bekannt ist, kämpfen die Superamerikaner für Recht und Ordnung. Ihr Speedstar ist Mercury Man. Erde 35 ist ein künstliches Universum, das von den Monitors erschaffen wurde. Speed Freak von Erde 47, optisch irgendwie echt crazy, sie besitzt eine Verbindung zur Speedforce und ist Mitglied des Superhelden-Teams Love Syndicate. Speed Demon kennt man aus dem Amalgam-Universum, also verschiedene Kombinationen von DC und Marvel-Charakteren wie Jay Garrick, Ghost Rider, Wally West, Barry Allen und Etrigan. Das Elite-Model und Schauspielerin Lia Nelson von Erde 9 war ein Wesen aus Licht und Geschwindigkeit und gehört neben Superman und der Atom zu den bekanntesten Personen auf ihrem Planeten. Aufgrund der Aufmerksamkeit, die ihr in jungen Jahren zuteil wurde, hatte Lia Schwierigkeiten, sich zu entscheiden, ob sie eine Berühmtheit oder eine Heldin sein möchte. Trotzdem schloss sie sich der Superheldengruppe Secret Six an. In den 90ern erschufen Mark Waid und Alex Ross den Vierteiler Kingdom Come. Dabei handelte es sich um eine Ellsworth-Geschichte, eine alternative Realität, die Jahre später als Erde 22 festgelegt wurde. Und auch auf Erde 22 gibt es natürlich einen Flash und dabei handelte es sich um Wally West, der optisch allerdings mehr Jay Garrick ähnelt. Wally hat in dieser Welt zwei Kinder, Barry West und Iris West. Falls jemand sich mit den 60ern beschäftigt hat, kennt vielleicht Captain Swift von Erde 12. Wenn er mal nicht an der Seite der Freedom Brigade für Recht und Ordnung kämpft, ist er Lehrer an der Dean Eggheads Academy for Superheroes. Erde 1098 ist eine Welt, in der Supergirl und Batgirl die Hauptbeschützer der Welt waren. In Metropolis sorgte allerdings nicht Superman für Recht und Ordnung, sondern The Flash. Designtechnisch auf jeden Fall mal was anderes gewesen. Erde 31 oder auch Dark Knight Universe. In dieser Welt wurde der Flash Barry Allen gezwungen, in einem Hamsterrad zu rennen, das die Vereinigten Staaten mit Macht versorgte, bis zum Tag, an dem Batman ihn befreite. In einer alternativen Zukunftsversion im Jahre 2999 gab es die Justice Alliance, natürlich auch mit The Flash. Erde 50 ist die Heimat der Justice Lords. Ihr Ursprung ist eigentlich die Justice League Animated Serie. Grant Morrison brachte sie allerdings unter den 52 Welten in Welt 50 unter. Leider wurden in dieser Welt alle Flashes bereits ausgelöscht. In Adventure of Superman Annual 6 gab es auch eine echt coole Ellsworth-Geschichte. Nach einer Alien-Invasion durch Malazar Ram kehrte die Menschheit den Superhelden den Rücken, dabei verlor Wally auch seine Beine. Anschließend tauchte er unter dem Namen Jay Allen unter, wurde trotzdem von Superman, Wonder Woman, Batman und Green Lantern gefunden und unterstützte die Super Seven bei ihrem Kampf. Vom Aussehen her auch irgendwie ganz cool in diesem Kid Flash Cyborg-Design. Durch eine fehlgeschlagene Zeitreise entstand eine alternative Zeitlinie, dabei trafen die Teen Titans auf ihre Zukunftsversion, eine brutale und gewalttätige Version von sich selbst, die Teen Titans of Tomorrow. Um dies zu verhindern, reisten sie in die Vergangenheit und lösten sich als Gruppe auf. Was sie jedoch nicht wussten, dass die Trennung der Teen Titans tatsächlich der Katalysator war, der die verzweigte Zeitlinie überhaupt erst geschaffen hat. Eine alternative Version vom damaligen Kid Flash Bart Allen. Grüner Blitz Ali Reiner West ist ein Nachkomme der Familie von Wally West und der Familie von Kyle Reiner. Supergeschwindigkeit gepaart mit einem Green Lantern Ring ist auf jeden Fall eine sehr wilde Mischung. Tanaka Ray war ein Japaner mit übermenschlicher Geschwindigkeit von Erde D. Leider eine Erde, die während der Crisis on Infinite Earth zerstört worden ist, aber wenigstens traf er noch auf Barry Allen, der während der Crisis versehentlich auf seiner Erde landete. Kennt ihr eigentlich Hot Pursuit?
Über die genauen Ursprünge von ihm oder wie er entstanden ist, ist wenig bekannt. Das Einzige, was bekannt ist, dass er eine Version von Barry Allen aus der Zukunft ist, der in die Vergangenheit reiste, um vor den bevorstehenden Ereignissen von Flashpoint zu warnen. Naja, das hat ja dann wohl nicht so ganz funktioniert. Er benutzt ein kosmisches Motorrad, um auf die Speedforce zuzugreifen. Auf jeden Fall eine coole Idee, hatte aber seitdem keine Relevanz mehr. Auf Erde 3839 hatte Barry Allen eine Tochter namens Carrie Allen. Sie wurde der Flash ihrer Erde, nachdem sie eine Variation von Wally Wests Kid-Flash-Kostüm annahm. Was wäre passiert, wenn Superman in der Sowjetunion gelandet wäre? Dieses Comic-Erlebnis bekamen wir von Mark Miller in Superman Red Son, eine weitere Ellsworth-Geschichte, dessen Erde später zu Erde 30 wurde und der Flash auf dieser Erde sieht auf jeden Fall aus, als wäre er ein Motorradkopf. Erde 42 ist die Heimat lilliputanischer Versionen unserer Justice League, die Little League. Nachdem Batman und Superman von Super Doomsday getötet worden sind, trat Dick Grayson als Batman auf und formierte auch die Little League neu und mit dabei natürlich auch The Flash. Erde 43 ist die Heimat der von Batman angeführten Blood League. Eine Welt der Angst und Dunkelheit, in der Batman, nachdem er zu einer noch dunkleren Kreatur der Nacht geworden war, um Dracula zu besiegen, seinem Fluch erlag und die Vampirplage auf den Rest der Helden übertrug. Natürlich auch auf The Flash. Red Racer ist der Flash aus Erde 36 und ein Mitglied der Justice 9. Sein bürgerlicher Name ist Ray, einer der größten Comic-Fans überhaupt, der schließlich selbst zu einem Helden wurde. Red Death, eine Fusion zwischen eines bösen Bruce Waynes und The Flash Barry Allen. Nachdem Bruce seine Familie, darunter Jason, Tim, Dick und Damian verloren hatte, bat er Flash, es ungeschehen zu machen, was Barry aufgrund der damit verbundenen Risiken ablehnte. Weshalb Batman wiederum beschloss, mit Waffen der Rogues Flash zu jagen, er kettete Barry am Batmobil fest und raste mit ihm in die Speedforce hinein, wo sie schließlich miteinander verschmolzen und zu Red Death wurden. Eigentlich eher eine alternative Version von Bruce Wayne, da Barry allerdings auch ein Teil von ihm ist, ist er auf jeden Fall auch zu erwähnen. Das waren auf jeden Fall eine Menge alternative Versionen. Dark Flash oder Johnny Quick von Erde 3 waren ja unter anderem auch in meinem Speedstar-Übersicht-Video am Start. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, falls ihr es verpasst habt. Über viele Alternativversionen ist leider nicht so viel bekannt, aber falls euch allgemein das Thema Multiversum interessiert, ist auf jeden Fall Multiversity von Grant Morrison zu empfehlen. In Deutschland damals in 2 Bänden erschienen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr jemanden in dieser Liste vermisst habt, könnt ihr es natürlich auch gerne noch in die Kommentare schreiben. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal, eure Nerdcobra.